Heute geht es um das Jobotschon No. 1, ein neues Messer der Premium-Cut-Serie aus dem Hause Gießer. Und dazu grillen wir diese Kokos-Hähnchenspieße. Wie das funktioniert und was ihr dazu braucht, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu gar.tv. Ja, heute haben wir zwei Sachen vor. Zum einen werden wir natürlich wieder grillen. Zum anderen möchte ich euch heute aber auch ein neues Messer vorstellen. Und zwar wieder eins aus der Gießer Premium Cut Serie. Und zwar ist das das Jobotschō No. 1. Seit kurzem im Gießer Shop erhältlich. Ja, das Jobotschō No. 1 ergänzt die bekannte Premium Cut Serie. Es hat so ein bisschen japanisch-asiatisches Aussehen, sage ich jetzt mal. Wenn ihr euch das mal anschaut, ja, der Griff ist ein bisschen filigraner, als ihr das von den herkömmlichen Messern der Premium-Cut-Serie, zum Beispiel dem bekannten Chefs No. 1, kennt. Der sorgt dafür, dass dieses Messer perfekt in der Hand liegt. Aber auch dieses Jobotschō No. 1 ist natürlich, wie auch seine Vorgänger aus der Premium-Cut-Serie, aus hochwertigem Chrom-Molybdenstahl gefertigt. Es wurde im Vakuumverfahren auf satte 57 Härtegrade gehärtet und hat seine feine Politur und den letzten Scharfschliff von Meisterhand erhalten. Ja, die Firma Gießer selbst beschreibt das Messer mit japanische Kultur trifft deutsche Präzision. Ich finde, diese Beschreibung passt perfekt. Wir haben, wie ihr hier sehen könnt, einen markanten rechteckigen Kohlenschliff. Wir haben eine schmale, sehr scharfe Klinge. Dementsprechend hat dieses Messer einen sehr breiten Einsatzbereich. Ihr könnt damit Fleisch schneiden, Fisch, Gemüse, Obst, Beilagen, Kräuter, alles was ihr wollt. Und ich sehe das Messer mit dieser passenden Form geradezu in vielen Gerichten der japanischen oder allgemein asiatischen Küche. Lieferbar ist dieses Messer in den bereits gängigen Grifffarben der Premium-Cut-Serie. Wo ihr es kaufen könnt, blende ich euch hier unten ein und schreibe es euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Und auch ich werde heute mal ein etwas asiatisch angehauchtes Gericht probieren. Wir machen Kokos-Hähnchenspieße. Das heißt Hähnchenspieße in einer Marinade aus Kokosmilch, Chili, Knoblauch und Limettensaft. Dabei wird natürlich dieses Jobotschō No. 1 zum Einsatz kommen. Ich würde sagen, ich habe jetzt genug geredet, ich mache mich jetzt ans Werk. Auf geht's! Für unsere Kokos-Hähnchenspieße brauchen wir 4 Hähnchenbrustfilets à ca. 200 Gramm, etwas Kokosmilch, eine Hähnchengewürzmischung eurer Wahl, ich habe hier Johnny's Caribbean Spice von der Grillshow, etwas Ingwer, eine Limette, eine Knoblauchzehe und eine Chilischote. Die Zutaten findet ihr wie immer auch am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Als erstes hacken wir die geschälte Knoblauchzehe klein. Ist ja immer die allseits beliebte Streitfrage, klein schneiden bzw. hacken oder pressen. Ich muss ehrlich sagen, ich mache es mal so und mal so, ohne mich jetzt da generell festzulegen. Aber heute hier mit dem schönen neuen Jobotschō No. 1 wird die Knoblauchzehe natürlich klein gehackt. Als nächstes kommt die Chilischote dran, die wird vom Stiel befreit, halbiert, dann von den Kernen gesäubert, in Streifen geschnitten und schließlich klein gehackt. Der Ingwer wird geschält und dann gerieben. Und dann kümmern wir uns noch um unsere Limette. Hier wird als erstes die Schale abgerieben. Achtet deshalb darauf, dass ihr eine Bio-Limette bekommt, von der man die Schale auch bedenkenlos mitverzehren kann. Und anschließend wird die Limette halbiert und der Saft zusammen mit dem Schalenabrieb in das Gefäß gegeben, das ihr später auch zum Marinieren hernehmen wollt. Da
Dazu kommen dann noch die anderen vorbereiteten Zutaten, das heißt Knoblauch, Chili, Ingwer. Und nicht zu vergessen die Kokosmilch. Alles wird nun miteinander gut verrührt und anschließend kümmern wir uns um die Hähnchenbrustfilets. Diese schneiden wir in ca. 3 cm große Würfel. Für unser Jobotschon Nummer 1 ist das kein Hindernis, das geht hier wie durch Butter. Das Messer ist sehr handlich zu führen, dank dem Kullenschliff klebt da auch nichts, also ist es wirklich ein sehr angenehmes Arbeiten. Und da wir hier rohes Hähnchen haben, schneiden wir aus Schutz vor eventuellen Salmonellen nicht direkt auf dem Brett, sondern auf einer Kunststoffauflage. Anschließend werden die geschnittenen Hähnchenwürfel mit der Gewürzmischung abgewürzt. Wie gesagt, nehmt hier die, die euch am besten schmeckt und die natürlich auch ein bisschen zu unserer Kokosmarinade passt. Würzen solltet ihr aber auf jeden Fall und wenn es nur mit ein bisschen Salz und Paprika ist, denn nur mit der Marinade könnten eure Spieße am Ende ein bisschen fad werden. Jetzt wird unser gewürztes Fleisch in die Marinade gegeben, damit ordentlich vermischt und kommt dann für mindestens 3 Stunden zum Ziehen in den Kühlschrank. Nach dem Ende der Marinierzeit werden unsere Hähnchenwürfel aus der Marinade geholt und auf Spieße gesteckt. Währenddessen heizen wir schon mal den Grill auf mittlere direkte Hitze vor. Die fertigen Spieße sollten am Ende ungefähr so aussehen. Und wenn alle Spieße komplett sind, geht's endlich raus an den Grill. Gegrillt werden die Spieße wie gesagt auf direkter Hitze. Dauern sollte das pro Seite ungefähr 4-5 Minuten. Aber die genaue Grillzeit hängt natürlich in erster Linie von der Temperatur des Grills und von der Stärke der Spieße ab. Achtet unbedingt darauf, dass ihr das Hähnchenfleisch komplett durchgrillt. Aber dass sie wiederum auch nicht buchstäblich tot gegrillt werden, denn zu trockene Hähnchenspieße schmecken bekanntlich auch nicht. So, und da sind unsere fertigen Kokos-Hähnchenspieße. Wir richten sie jetzt noch an mit Reis, ein bisschen Salat, ein paar Limettenscheiben, etwas Chili und Kokoschips. Geschmacklich passt das Ganze wunderbar zusammen. Kleiner Tipp, träufelt euch über die fertigen Spieße noch ein bisschen Limettensaft drüber. Da kommt insbesondere die Kokosnote noch viel besser rüber. Das Gisa Premium Cut Jobotschon Number 1 hat sich heute für alles, was bei diesem Gericht zu schneiden war, bestens bewährt. Schaut also am besten mal im Gisa Shop vorbei und holt euch das Teil. Und macht auf jeden Fall diese Kokos-Hähnchenspieße mal nach. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es gerne weiter, erzählt euren Freunden davon, besucht mich auch in den sozialen Netzwerken und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.